Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Wir sind in geistiger, körperlicher und sonstiger Frische. Das ist nicht selbstverständlich, wir haben ein Jubiläum. Haben Sie das mitbekommen? Ja, hat gehört von euch. Wegen der 400. Sendung. 400. Teleblocher-Sendung. Also das ist wirklich ein Jubiläum. Und wir gehen sehr einfach begehen, indem wir jetzt an dem Morgen wunderbaren Sonnenschein hier im Garten sitzen und die 400. Sendung machen. Dann lassen wir aber gerade los, wir haben Wichtiges zu tun, als uns zu gratulieren. Ja, ja, gut, aber schauen wir mal, mögen Sie sich eigentlich noch an die erste Sendung erinnern? Ich glaube, die haben wir am Rheinfall gemacht, oder? Das war eine Testsendung. Ah, das war die Nullte. Das war die Nullte, ja, dann wäre es die 400. Jawohl, gut. Und dann die nächste, wo ist denn die gewesen? Die ist auch da, wenn man so geografisch schaut, 30 Meter von da, von Ihrem Chemi. Sie waren am Bundesrat, der berühmte Putsch. Ah, ja, natürlich, ja, ja. Ja, ist gut, gerade in einer bewegten Zeit. Ja, ja. Ja, da sind sie gerade von Bern gekommen, glaubt, ja, dort, ja, und ja, alles ist, die ganze Welt ist runter und drüber gegangen. Ja, ja, die, sie haben einen Putsch versucht mit. Also die werden dann hoffentlich mal aufgeschafft da in der Schweizer Geschichte, oder? Wo Nationalrat, Bundesrat, Parteipräsidenten mit der Staatsanwaltschaft zusammenspannen. Also klassische Putschsachen, um einen aus dem Amt zu heben, du alles erfundene und völlig konstruierte Vorwürfe. Ich habe als Bundesrat mit der angeklagten Kriminellen zusammengeschafft gegen die Bundesanwaltschaft. Hat sich alles aus Null und Nichts aufgelöst. Und per Zufall ist das aufgedeckt worden. Aber man sieht, also auch solche Sachen sind also nicht nur in so unterentwickelten Ländern möglich von der dritten Welt, sondern auch in Europa. Aber interessant ist ja, das ist ja 8 Jahre zurück, also doch ein längerer Lebensabschnitt. Es geht irgendwie fast ein bisschen vergessen, oder? Ja, das ist klar, solche Sachen gehen immer vergessen, weil sie natürlich für das ganze Establishment unglaublich unangenehm sind. Dass das in der Schweiz möglich ist, wird man das verdrängen. Aber für das ist ja dann noch eine Geschichte da. Ich kann ja dann das unbefangen führen holen. Und ich habe es ja auch festgehalten. Ich habe am Bundesrat gesagt, ich werde da kein Blatt vom Mund nehmen und mich nicht an Kollegialitätsprinzip halten. Nein, da haben verschiedene Bundesräte im Hintergrund mitgemacht. Sie haben nachher gesagt, ja, sie sind so orientiert worden von der Geschäftsprüfungskommission, ja, oder? Ja, hast du noch geglaubt. Ja, ja, klar. Und sie hatten keinen Grund gehabt, das nicht zu glauben, nur weil ich ein Kollege im Gremium und so weiter. Ja, klassisch. Aber die Verlogenheit der Politik. Die. Wenn wir nicht mehr gerade in Detail gehen, aber sie sind, glaube ich, auch rehabilitiert worden vom Bundesgericht etc. etc. Es gehört auch ein bisschen zu der Mythenbildung von dieser Sendung. Am Anfang hat es ja im Bundesrat unheimlich Stunk gegeben, oder? Ja. Ja, unheimlich. Ist wirklich zu viel gesagt. Beunruhigt. Ich glaube, 3 Bundesratssitzungen. Ja, jawohl, ja. Man hat Herrn Leuenberger den Auftrag gegeben, abzuklären, ob das überhaupt erlaubt ist in der Schweiz, dass da ein Bundesrat jede Woche 20 Minuten am Fernsehen redet. Und zwar nicht am Fernsehen, sondern an einem Gefäßli, wo per Internet ist. Und ich habe gesagt, ja, ist doch jedem erlaubt, 20 Minuten pro Woche am Internet zu reden. Da ist ein grosses Gutachten gemacht worden. Da ist der Leuenberger gekommen und gesagt, ja, also wir verbieten können wir es nicht. Aber wir wissen nicht, wenn einer das Bundesgericht ginge, käme vielleicht noch recht über, als mit anderen Worten. Wir sollen mal gehen. Da kommt er in die Linie. Ist aber kennengegangen. Also, er hat eine unglaubliche Angst ausgelöst. Der damalige Chef vom Fernsehen, wie hat das geheissen? Der Herr Haldimann. Ja. Hat einen Brief über den Mitarbeiter. Er sagt, ganz gefährlich. So die Fernsehen. Dabei ist das ein kleines, harmloses Gefäßli. Und hat natürlich jeder gedacht, das ist auch nach ein paar Wochen fertig. Es sind noch ein paar Nachgaben. Ja, der Altbundesrat März, glaube ich. Jawohl, aber das ist alles im Sand verlaufen. Und der Guspa, der hat dann natürlich gesagt, so, ich gehe dann ans staatliche Fernsehen, oder? Das ist er, als er zurückgetreten war, ich glaube, im Weltschen, weiss, macht er es heute noch oder nicht, Radio oder Fernsehen, hat er periodische
Sendungen gemacht, aber es ist, glaube ich, alles eingeschlafen. Wo nämlich einer, und da muss ich jetzt rein, und dem Kameramann. Klar, Frenzli ja, Wind. Ferrari, ja, wo das Radio macht. Radio Ferrari. Was hat der die müssen der jeden Freitag am Morgen am 7. hocken wir hier zusammen und machen die Sendung, wie jetzt heute Morgen auch wieder. Also, 400. Sendung, Tele Blocher. Da sind auch viele Anekdoten, viele Erinnerungen. Gehen wir zurück in die Realität. Wir haben letzte Woche über die Kandidatur von ihrer Tochter geredet. Es gibt aber noch etwas, wo die Leute im Moment auch sehr beschäftigt, wo außerhalb der Schweiz ist, das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Ja. Man kann sich das eigentlich gar nicht richtig vorstellen, oder? Ja, das ist natürlich wichtiger als das, was wir das letzte Mal behandelt haben, dass da der Kanton Graubünden meine Tochter sich zur Verfügung gestellt, sondern da sieht man die Verrücktheit und Unfähigkeit von dem politischen Betrieb. Was passiert da? Es ist eigentlich ganz natürlich. Es gibt Länder, die sind ärmer und es gibt Länder, die sind reicher. Und aus den Ländern, die ärmer sind und die Leute wenig zu essen haben, ich bin jetzt aus Äthiopien, ich habe das gesehen, sind zwar sehr zufrieden und freundlich, aber die sind die gehören da und sehen da im Film und im Fernsehen, in der Schweiz und in Europa kann man viel besser leben. Und wir haben ja alle ein bisschen schlechtes Gewissen da im Westen, dass es besser geht. Und sagen, die muss man aufnehmen. Die, die an Leib und Leben verfolgt sind, muss man aufnehmen. Und die sagen natürlich alle, wir sind verfolgt an Leib und Leben. Ich habe ja das Departement gehabt, während 4 Jahren. Das sind also wie Schallplatten, was die sagen müssen, damit sie da bleiben und Asyl suchen können. Und das Geschäft wird natürlich enorm ausgenutzt. Also, da gibt es Schlepper. Das sind derjenigen, die haben einen Industriezweig. Die gehen zu den Leuten in diesen Ländern. Wenn man 4'000 Franken ist, das sind ja für die viel Geld. Also jetzt sagt der Preis 4'000-5'000 Franken, habe ich gehört. Dann kannst du mitkommen. Ich führe dich nach Europa, du kannst sicher sein. Auch wenn du nicht an Leib und Leben verfolgt wirst, dort kannst du bleiben. Da musst du sagen, der Haus ist, wo du vorgefallen und so weiter, geben dir eine Anleitung. Und die führen die mit Schiff in die Nähe und dann laden sie es um in ganz himmeltraurige Boote, die fast zusammengefallen und führen die ans Land und dann werden die dort aufgenommen statt zurückgeschickt. Also das Land nach Italien, oder? Ja, Italien jetzt vor allem, aber auch Griechenland früher, das ist jetzt nicht mehr so, weil das ist ja weniger geeignet, aber Italien ist vor allem geeignet. Das ist schon jahrelang so. Da muss ich sagen, als ich im Amt war, war ja noch der Berlusconi verantwortlich in Italien. Und der, wenn er dann ist, hat mit dem Gaddafi dort mal gesagt, los, ein Abkommen gemacht, ich gebe dir das, ich weiß nicht, was er gegeben hat. Lass keine mehr raus. Lass keine mehr raus. Die dürfen nicht gehen. Sonst schicke ich es gerade wieder zurück. Da war es auch viel besser gewesen nachher. Nicht ganz aufgehört, weil sie sind ja von anderen Ländern gekommen. Und jetzt kommt die Heuchelgesellschaft, ganz Europa. Keiner will Leute aufnehmen, nur also die Wirtschaftsflüchtlinge, sagt man denen, die nur wegen einem besseren Leben gehen. Keiner. Aber es wird auch niemand zurückgewiesen. Sonst sagt man, hey, du willst da einen, hä? Leute, die nachher in den Tod stossen und so weiter, das willst du nicht. Aber es nimmt auch keinen Flüchtling auf. Wollen wir mal mit einem von denen reden? Kennen keinen Bundesrat, der sagt, die müssen doch aufnehmen, wo die haben 20, 30 solche Flüchtlinge, die haben. Vielleicht während einer Woche, solange das Fernsehen dort ist, aber nachher ist es fertig. Und das Asylwesen muss man. Das ist eine Generalstabsarbeit. Man muss den Industriezweig kippen. Darum muss man zumachen beim Mittelmeer. Es darf keiner kommen, die müssen das wissen. Der kommt auch keiner mehr. Aber je mehr das kommt, desto mehr kommt. Ja, aber jetzt noch zwei Punkte. Auf die einen Seite haben sie gesagt, es sei so eine Fluchtbewegung sagen, von einem ärmeren Land in einen reichen Land. Ja. Das haben die Schweizer auch gemacht. Die sind ja mal ja, nein, ist nach ja Amerika. Gleich, ob die das ja, gemacht ja, haben. Ja, aber die Amerikaner haben die nicht aufgenommen und gesagt, wenn sie lange da sind, werden sie versorgt, wenn sie gut und können da bleiben.
Auch die, wenn sie schauen, die Huguenotten, die in die Schweiz sind, die mussten sich selber durchsetzen. Das waren tüchtige Leute, sind auch verfolgt. Also die sind dann an Leib und Leben verfolgt worden. Aber hat sich die Situation... Amerika war ein Auswanderungsland. Die waren froh für alle, die gekommen sind. Heute kann also auch kein Schweizer mehr auf Amerika. Ja, ja, ist mal, oder? Aber gleich nochmal, die Situation hat sich ja gleich geändert seit ihrer Zeit. Also die Gaddafi-Staaten oder sagen jetzt mal die relativ festen Diktaturen, die sind ja alle zusammengebrochen. Also, ja, das ist ja gleich. Wir haben es ja zusammengebrochen. Ja. Oder? Es ist immer das Gleiche. Ein Diktator vorzujagen ist einfach. Aber nachher Ahnung zu machen, ist etwas anderes. Ja. Aber viele Leute, die jetzt zum Beispiel aus Libyen kommen, die sind alle wirklich verfolgt, oder? Glauben Sie es? Ich weiß nicht, ich frage. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich weiss wenn sie verfolgt werden, sind und sonnige flache, sonnige Bewegung geht, gibt es nichts anderes, als gerade unmittelbar nachher muss man grosse Flüchtlingslager machen. Für das haben wir an sich ein UNO-Flüchtlingswerk, das wir zahlen, mit Millionen jedes Jahr, um das zu machen und die aufzufangen, aber nur Schutz zu geben. Nicht als Flüchtling aufzunehmen für ein Land, sondern Schutz zu geben. Und nachher müssen sie wieder heim. Das haben wir ja im Irakkrieg gemacht. Wo nachher, ich war schon nicht mehr im Amt, von so Marokko gesagt, du hat der Blocher bis ihm und er im Amt war, etwas rechts wieder gemacht. 10'000 oder wie viel Iraker sind da gekommen und dann wollen Asyl und bei der Botschaft. Wir waren die einzige Botschaft, die das gemacht hat. Da sind natürlich alle zu uns gekommen und da haben wir gesagt, die nehmen wir nicht auf. Da eine ist Flüchtlingshilfe, die gibt einen Schutz. Und nachher hat sie gesagt, ein paar Jahre später, sie müssen jetzt abarbeiten. Ich kann mich erkundigen. Es war kein einziger darunter, den man aufgenommen hat. Die meisten hat man nicht mehr gefunden, weil sie zurück sind heim, wenn die Gefahr vorbei ist. Und das macht man nicht. Und da jetzt komme ich auf die EU. Die EU ist unfähig. Sie hat eine Außengrenze. Wir zahlen da auch einen Haufen Geld. Also die Schweiz zahlt die ja, EU? Ja, zahlt für den Außenschutz. Eine Festung Europas, hat man gesagt. Da kommt kein Illegaler mehr. Und nachher, wenn einer nie kommt, haben wir ja Dublin. Sollen wir mal schauen. In der Statistik. Italien müsste ja am meisten Asylsuchende haben. Oder Flüchtlinge haben. Die kommt ganz am Schwanz hinein. Also die Staaten im Norden. Also Schweden, die Schweiz. Und so weiter. Die haben alle viel mehr als die. Das heisst, es funktioniert doch nicht. Die lassen doch die durch, die sagen, gehen sie weiter in den Norden. Das ist die Idee. Macht eine zentrale Datenbank. Und ihr werdet sehen, das wird dann viel besser. Dort, wo sie zuerst angekommen sind, dann nimmt man es wieder zurück. Und die müssen dann fertig werden mit denen. Und das hätte man ja von Anfang an können wissen. Ich habe es auch gesagt im Bundesrat. Das kann gar nie funktionieren. Weil die Schweiz, wir hätten keinen einzigen Asylsuchenden. Aber was heisst jetzt auch, wenn ich zum Beispiel die Bilder sehe, wo die Schiffe untergehen, wo Leute vertrinken? Ja, ja, das ist klar, das kann man so zeigen. Ja, passiert ja alle. Was wäre denn eigentlich die Aufgabe von der EU? Oder sag jetzt einmal. Zumachen. Und dort sagen, wo sie herkommen. Ihr könnt nicht, ihr werdet nicht aufgenommen. Ihr werdet nicht aufgenommen. Lasst euch nicht kaufen von diesen Schleppern. Ihr werdet nicht aufgenommen. Bleibt dort. Das ist Nummer eins. Der wird sofort aufhören. Die kommen nur, weil man ihnen sagt, dort haben das schön. Und so ein Schiff muss sofort zurückgeschickt werden. So hört das ist. Sofort. Und dann hört es auf. Augenblicklich hört es auf. Aber sie müssen es ganz konsequent machen. Und das macht niemand. Weil da wird man natürlich angeschossen. He? Ja, da sieht man, die dort schicken die in den furchtbar. Und das Zweite ist, wenn es so ist, dass die Schutz brauchen, denen Schutz geben, aber nur, dass sie an Leib und Leben nicht mehr bedroht sind. Nicht, dass sie da jetzt das Leben anfangen können, einrichten. Und jetzt müssen sie mal schauen, schauen Sie mal an, woher kommen jetzt die meisten Flüchtlinge? Also die Asylsuchenden. Gibt ja Statistik. Also zuoberst sind die Eritreer. Warum? Weil wir schon einen Haufen Eritreer haben. Und die kommen auch übers Mittelmeer. Und in der Schweiz, natürlich.
auf diesen Schiffen? Was sind denn jetzt am meisten? Zum Teil, ich weiss nicht, wie die kommen, aber auch, weil die kommen, alles, was von Afrika kommt, wird zerdehrig auf diesen Schiffen. Zweitens, aus dem Kosovo. Dort, wo wir Soldaten haben, wo wir einen Staat anerkennen, wo über den EU-Beitritt oder eine Diskussion ist. Die kommen aus dem Kosovo. Warum kommen die? Haben einen Haufen Bekannte hier in der Schweiz. Kommt man hier an. Die sind doch nicht verfolgt. Das ist ein dummes Zeug. Und wenn die im Kosovo verfolgt werden, sollen die Soldaten, die dort nicht wissen, was machen, dafür sorgen, dass die nicht mehr verfolgt werden. Denn Eritrea, Kosovo, jetzt kommen wieder Tamilen. Warum kommen echt so viele Tamilen? Weil wir in der Schweiz viele Tamilen haben und die haben Verwandte da. Und die. Es ist ja so einfach. Und da muss man Möglichkeiten, die zurückzuschicken. Und jetzt kann es ja derjenige geben, wo wirklich an Leib und Leben verfolgt wird. Die das haben, dann muss man die nerven, die dürfen hier nicht installiert werden, dass sie das Leben lang mit der ganzen Familie kommen können. Und im Grunde noch wissen, dass alle nur Politiker machen es nicht. Ich habe das erlebt, 4 Jahre, wie undankbar das ist. Aber wir haben da Erfolg gehabt. Wir haben den Eingang halbiert. Und wenn ich weiter im Amt geblieben wäre, hätten wir es noch mal halbiert. Aber dann wäre am Schluss der grösste Teil wäre dann nur noch wirkliche Flüchtlinge gewesen. Und da kein Flüchtlingswerk gehabt. Ja, der Blocker, ein furchtbar Herd und so. Wir haben keinen, den wir zurückgeschickt haben. Keinen. Und ich weiss, dass er nachher eine Bedrohung war. Man ist ja jedem nachgegangen. Was ist aus dem geworden? Wir hatten einen Fall, der ins Gefängnis kam, wegen Dienstverweigerung in diesem Land. Und zwar für unsere Verhältnisse sehr lang, glaube ich, 10 Jahre hat er bekommen. Das hat man auf dem diplomatischen Weg geregelt. Dann ist er wieder rausgekommen. Jetzt ist ja auch noch interessant, wenn man die Schauergeschichte, also die grauenhaften Geschichten anschaut. Es hat auch Fälle gegeben, wo Muslime Christen vom Schiff abgeholt haben. Ja, natürlich, das ist ja das Leben. Wir sagen, hey, das ist ja verrückt. Das läuft so ab. Meinen Sie da die, da sehen Sie ja, was für Leute das da kommen. Meine, da drunter hat es doch auch... ISIS. Islamisten, die anders im Kopf haben als der Schutz von armen Menschen. Sondern, wie kann man andere umbringen? Die haben ja nicht einmal auf dem Schiff gewartet, bis sie es umgebracht haben. Haben doch Christen umgebracht. Aber da muss man nicht so erstaunt sein. Das entwickelt sich alles aus dem. Und jetzt muss man halt konsequent sein und sagen, es kommt niemand mehr illegal. Fertig. Dann muss man sich vorheben lassen. Ja, aber ihr habt es gut da und die haben es weniger gut. Die sollen schauen, dass es ihren Ländern besser geht. Die sollen schauen. Wer kann denn das schauen? Jetzt haben wir nach dem Krieg Kolonien abgeschafft. Jetzt ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und dann müssen sie halt selber schauen, dass es besser geht. Und wir wollen auch nicht, dass dort die Leute abgeschlachtet werden und so weiter. Für diesen Fall, aber nur für den, gibt es ein Asylrecht. Wie wird sich das weiterentwickeln, die ganze Geschichte? Ja, also ich glaube, es muss noch schlimmer werden, bis Politiker wirklich handeln. Also die europäischen Politiker? Ja, es tut mir leid, wenn ich denen mal sage. Die haben das Schengen gemacht. Man hat die Landesgrenzen aufgehoben, jetzt kann man selber nicht mehr die Leute kontrollieren. Und er hat gesagt, aber aussen können sie ganz sicher sein, da lassen wir niemanden mehr. Und wenn einer kommt, muss er gerade in dem Land bleiben, wo er zuerst ankommt. Und ich habe gesagt, im Bundesrat, da haben wir keinen einzigen mehr in der Schweiz. Und so haben sie es auch verkauft, der Schweizer gesagt. Das ist ein riesen Vorteil. Wir haben viel weniger Asylsuchende. So viel haben wir schon lange nicht mehr gehabt, wenn wir jetzt haben. Also, man sieht, das kann nicht funktionieren. Weil das hat nichts zu tun mit dass man arme Menschen aufnimmt, sondern das ist jetzt ein Betrieb, wo aus Idealismus und weiss ich was, weil man will ein guter Mensch sein, nicht funktionieren kann. Und es ist eine Forderung vom ethischen Handeln, dass man das nicht zulässt. Jetzt haben Sie vorhin die Schlepper erwähnt. Wie muss man sich vorstellen? Das ist ja eine Industrie, oder? Da verdienen ja Leute sehr viel Geld dran. Ja. Sind das Clans oder wie ist das strukturiert? Also ich muss jetzt zurückgehen auf die Zeit, wo ich im Bundesrat war, habe ich es genau untersucht. Also das sind im Grunde noch Transportunternehmer.
Ja. Die gehen in diesen Dörfern, in diesen Ländern und sagen, hört mal, wir nehmen euch mit, führen euch an die Grenze zum Meer, dann auf das Schiff und dann über. Und jetzt könnt ihr dort, wenn ihr dort, wenn ihr das Geschick macht, werdet ihr aufgenommen. Selbst wenn ihr nicht Flüchtlingsstatus bekommt, ihr könnt so und so viele Jahre dort bleiben. Nach einer gewissen Zeit könnt ihr arbeiten. Solange ihr nicht könnt arbeiten könnt, könnt ihr noch in den Drogenhandel Geld verdienen, heimschicken. Oder? Das ist mit goldigen Versprechen. Und dann gehen die. Zahlen. Die Ärmsten kommen doch nicht, die sagen, dass sie zahlen können. Und man begreift sie auch. Also ich begreife die armen Keiben, dass sie dann das machen. Wird jeder machen. Und dann sagen sie auch, was sie mit dem Papier machen müssen. Sind alle instruiert. Und dann geht das und dann schicken die vielleicht nach 2-3 Jahren Geld heim. Und dann sagt die Familie, jetzt ist gut, das ist jetzt super. Oder jetzt in der Schweiz fangen sie an, Rückkehrhilfe machen. Dann war da schon das Problem. Wenn sie erstens die Reisekosten zahlen, zum Heimgehen. Zweitens noch einen Betrag. Und jetzt kann man sagen, wenn wir dem 1'000 Franken geben, muss man überlegen, in diesen Dörfern, wo die kommen, 1'000 Franken. Das ist enorm viel Geld. Da kannst du eine Hütte bauen damit, oder? Und wenn du das auch wieder zu fest machst, dann kommen sie wieder. Sagst du, musst kommen, musst schauen, dass du heim kannst, musst schauen, dass du Geld zurückbekommst, dann hast du wieder Geld. Also da muss man ganz konsequent kommen, die müssen in ihre Dörfer kommen und sagen, wir sind beschissen worden. Wir haben die Schlepper haben uns über den Tisch gezogen. Darum sind wir wieder daheim. Gehen ja nicht. Und wir haben hier seinerzeit, Nigeria war das Hauptauswanderungsland, am Fernsehen Ding gemacht. Werbespot. Kommen nicht in die Schweiz illegal. Wer illegal in die Schweiz kommt, muss sofort wieder heim. Der kann nicht bleiben. Und das hat sehr gewürcht. Natürlich wieder ein Riesenmeiss im Bundesrat. Weil sie gesagt haben, das gibt ein schlechtes Image für die Schweiz. Wir haben kein schlechtes Image für die Schweiz. Wir haben ja nicht gesagt, die legal in die Schweiz kommen, werden schlecht behandelt. Sondern wir haben gesagt, illegal kommt niemand rein, muss gerade wieder heim. Also, Christoph Blocher, sehr ein trauriges Thema in dieser 400. Sendung. Ist natürlich auch ein bisschen die Realität, die im Moment herrscht. Das war wieder eine Sendung von Tele Blocher. Danke vielmals, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit. Und ist jetzt die Sonne über Herliberg langsam da oben. Also, ein schönes Wochenende und bis bald.